ich möchte heute wieder bei einem Tag mitmachen und den finde ich echt total genial, diesen Tag. Es handelt sich um den Sweater Weather Tag. Ich wurde getaggt von der lieben Diana von Die Fashion. Vielen Dank nochmal dafür. Ihr Video findet ihr natürlich hier unten in der Infobox und ich verlinke es euch auch hier nochmal irgendwo ins Video rein. Schaut euch das Video von ihr auch unbedingt an. Und am Ende tagge ich natürlich auch wieder ein paar Leute, also bleibt dran, um zu erfahren, wen ich tagge. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Die erste Frage lautet, dein liebster Duftkerzengeruch. Ja, was soll ich sagen? Ich stehe ja nicht so auf Duftkerzen, untypisch. Ich weiß, für YouTuber normalerweise lieben wir alle Duftkerzen und es duftet in unserem Raum immer nach Sherry und nach Zimt und nach Schoko und weiß ich nicht nach was noch allem. Ich bin sehr empfindlich, was Gerüche angeht und deswegen kann ich einfach, mir wird da einfach schlecht bei so vielen verschiedenen Gerüchen, wenn ich schon Zimt oder irgendwie sowas höre. Also ich esse das ganz gerne, aber ich kann das nicht die ganze Zeit in meinem Zimmer riechen. Ich stehe eher auf die relativ dezenten, frischen Düfte und aber jetzt für den Herbst habe ich einen Duft, der so ein bisschen süßer, pudriger ist, den ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist der von Yankee Candle. Das ist die Duftrichtung Baby Powder. Die habe ich schon mal gehabt und jetzt habe ich sie mir in klein nochmal bestellt, weil ich die wirklich sehr, sehr schön finde. Die nächste Frage ist Kaffee, Tee oder heiße Schokolade? Ich bin kein Kaffeetrinker, wahrscheinlich auch relativ untypisch, aber keine Ahnung, mir schmeckt es einfach nicht so gut, deswegen würde ich auf jeden Fall immer entweder zu Tee oder zu heißer Schokolade tendieren. Ich liebe einfach Tee. An der Arbeit trinke ich bestimmt 10 Tassen am Tag. Und meine liebsten zwei Tees, die ich im Moment gerade sehr, sehr gerne trinke, die zeige ich euch jetzt mal. Ich stehe hauptsächlich in dieser Jahreszeit auf Früchtetee. Da habe ich einmal den hier, den ich total gerne mag. Der ist von Teekanne Landlust. Und zwar ist das Johannisbeere und Apfel. Der ist relativ süß, deswegen brauche ich ihn mit Honig gar nicht mehr irgendwie noch süßer machen. Und dann habe ich hier nochmal extra Apfel. Und den mag ich auch irgendwie total gerne. Also wie gesagt, eher Früchtetee oder irgendwie Grüntee oder sowas, aber Kräutertee und so eher nur, wenn ich krank bin. Dann die nächste Frage, was ist deine schönste Herbsterinnerung, die du hast? Es gibt ja keine spezifische, aber wenn ich an den Herbst denke oder wenn ich mich im Sommer schon auf den Herbst freue, dann freue ich mich an diese, an solche Situationen, wie dass man einfach im Bett liegt und Tee trinkt und ein Buch liest oder einfach vor allem zu Hause bei seiner Familie ist, bei meinem Freund, bei dessen kleinen Brüdern, mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbringe und die einfach, ja, keine Ahnung, mit denen irgendwie Disney-Filme gucken oder irgendwie sowas, einfach dieses ganze Gemütliche so, was im Herbst einfach mit der Jahreszeit irgendwie kommt. Welchen Make-up-Trend magst du lieber? Dark Lips, also dunkle Lippen oder Winged Eyeliner? Ich trage relativ gerne im Winter dunkle Lippen. Jetzt nicht zu krass dunkel, aber schon so ein bisschen dunklere Farben jetzt, so wie das hier ist zum Beispiel ein relativ dunkles Rot. Das trage ich ganz gerne, aber ich trage es nicht so oft wie ein Winged Eyeliner. Deswegen würde ich auf jeden Fall eher zu dem Winged Eyeliner tendieren, weil ich den einfach generell sehr gerne trage. Heute habe ich natürlich keinen, aber grundsätzlich mache ich das schon gern. Der ist von Flormar, das ist der Dipliner von denen in der Farbe Schwarz. Und ja, das ist einfach so ein relativ fester Eyeliner, mit dem kann ich irgendwie sehr, sehr gut arbeiten. Hat aber eine ganz, ganz dünne Spitze, deswegen ja, kann man, wie gesagt, einfach damit richtig gut arbeiten und damit gelingt mir eigentlich jeder Eyeliner. Fünftens, dein bester Duft für den Herbst. Das ist ein Body Spray, was ich euch zeigen kann, oder ein Body Mist. Und zwar ist das von Soap & Glory, habe ich euch auch schon öfters mal gezeigt. Das ist das Mist You Madly. Und das finde ich einfach nur total wunderschön. Ein herbstlicher Duft, der etwas schwerer ist als meine normalen Düfte, weil ich auch bei so Parfüms relativ empfindlich bin und da eher so für die leichteren, dezenteren Düfte gehe. Der hier ist relativ stark und für einen Body Spray einfach mal total, total lang anhalten. Also der hält wirklich den ganzen Tag wie ein Eau de Parfum. Da der Tag ja aus Amerika kommt, ist hier auch gefragt nach dem Favorite Thanksgiving Food. Also Thanksgiving feiere ich einfach hier nicht so, deswegen sage ich mal einfach mein liebstes Essen einfach für den Herbst. Und da muss ich echt überlegen, weil, also,
so typisches Essen wie irgendwie so Kürbiscremesuppe esse ich zum Beispiel ganz gerne. Aber ansonsten mag ich Kürbis halt eigentlich so im Salat und so auch nicht so sehr. Und da muss ich echt überlegen. Turkey, wenn meine Mutti mal ein großes Thanksgiving-Essen machen würde, würde ich natürlich auch nicht nein zu sagen. Schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das feiern wir halt hier nicht so. Also wenn ich mich für ein spezielles Essen gerade in dieser Jahreszeit entscheiden müsste, dann wäre das, glaube ich, Kürbiscremesuppe. Habe ich auch schon gegessen und ist sehr lecker. Siebtens, wie ist das Wetter im Herbst dort, wo du wohnst? Ja, ich bin ja gerade hier in Hamburg und hier ist mal das schlimmste Herbstwetter, was ich jemals erlebt habe. Es regnet ständig, es ist eiskalt, der Wind bläst dazu in alle Richtungen. Das bedeutet, der Wind kommt von vorne, genau in dein Gesicht und du musst eigentlich zusehen, dass deine Kapuze bis hier oben hin zugeht. Das ist Herbst in Hamburg. Aber ich will mal nicht meckern, denn manchmal ist es auch so schön wie heute. Heute ist nämlich total wunderschöner blauer Himmel und richtig, richtig herbstlich. Hier vor meinem Fenster ist auch gerade so ein schöner Baum, der schon so schöne gelbe Blätter hat. Und ja, wir wollen mal nicht zu sehr meckern. Manchmal ist das Wetter hier auch schön, aber grundsätzlich ist es so, wie ich es euch eben beschrieben habe. Und was wäre der Sweather-Weather-Tag, ohne auch seinen schönsten Pulli für den Herbst oder den meistgetragenen zu zeigen? Und das mache ich jetzt auch. Und zwar habe ich zwei Pullis, die ich im Herbst sehr, sehr gern getragen habe und immer noch trage. Einmal ist das mein für zu Hause-Pulli, den ich wirklich am meisten getragen habe, weil ich ihn immer direkt anziehe, wenn ich nach Hause komme. Leggings und dann diesen Pulli hier. So sieht der aus und ich finde ihn richtig, richtig niedlich. Hat einen total weichen, angenehmen Stoff, auch innen richtig schön kuschelig. Und der ist von Primark. Und den Pulli, den ich meistens getragen habe, wenn ich halt zur Arbeit gegangen bin oder irgendwo hin, dann war das auch ebenfalls ein Pulli von Primark. Und zwar ist das hier dieser ganz relativ dünne, schlichte, graumelierte Pulli, der so ein bisschen weiterfällt, also ist so ein relativ lockerer Stoff. Der ist relativ dünn, deswegen ist der perfekt so als Basic, wo man dann eben, keine Ahnung, Westen oder Cardigans draufziehen kann. Aber so als Basic habe ich den echt am meisten getragen, weil der einfach, ich weiß auch nicht, der sieht einfach so schön herbstlich aus durch diese graue Farbe. Dein Must-Have-Nagellack für den Herbst und das ist definitiv einer, den ich wirklich eine Million Mal schon getragen habe jetzt im Herbst. Und zwar ist das der von Kiko, das ist die Nummer, Moment, 226, also 226. Und das ist so ein richtig schön klassisches Dunkelrot, also richtig, richtig dunkel. Auch so leicht bräunlich und das ist eben so Nagellack, der für mich perfekt in diese Jahreszeit einfach nur passt. So ganz traditionell einfach ein dunkles, schönes, tiefes Rot. Dann zehntens Football Game oder in Laub springen. Ich habe mir noch niemals ein Footballspiel angeguckt, deswegen würde ich eher sagen in Laub springen. Obwohl ich das auch nicht unbedingt jeden Tag mache, weil ich immer noch keine Gummistiefel habe und das regt mich so dermaßen auf, wenn ich einfach mal schöne, wunderschöne, tolle, wasserfeste Gummistiefel finden würde, dann würde ich auch ins Laub springen. 11. Skinny Jeans oder Leggings? Da muss ich sagen, auf jeden Fall Leggings, denn ich trage viel mehr Leggings als Jeanshosen, gerade so in dieser Jahreszeit, weil ich finde, sie sind einfach so viel mehr gemütlich und bequem irgendwie als jetzt so eine Jeans. Ja, ich habe auch mit Jeans kaufen nicht ganz so viel Glück, deswegen ja, geht nichts über die Leggings. Combat Boots oder Uggs? Ich habe keine Uggs, finde sie auch nicht unbedingt so, so wunderschön. Kann mir aber vorstellen, dass sie sehr, sehr warm halten, aber ich glaube, mein Freund würde mich erschießen, wenn ich mit solchen Schuhen nach Hause kommen würde. Deswegen würde ich eher sagen Combat Boots. Habe auch welche, aber leider nicht hier in Hamburg. Deswegen kann ich sie euch jetzt nicht zeigen. Vielleicht habe ich irgendwie ein Bild, dann blende ich sie euch mal ein. Das sind so ganz klassische schwarze zum Schnüren und ja, die liebe ich einfach. 13. Ist Pumpkin Spice den Hype wert? Kann ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich beantworten, weil ich noch nichts getrunken habe, wo irgendwie Pumpkin Spice drin war oder was danach geschmeckt hat. Deswegen, aber ich denke es mal schon, scheint ja vielen Leuten zu schmecken und ja, bei Starbucks gibt es das ja, denke ich. Ich weiß, dass es da immer sowas gibt, Pumpkin Spice Latte oder irgendwie sowas. Sollte ich vielleicht mal probieren. 14. Deine liebste TV-Show im Herbst. Ich habe hier gar keinen Fernseher in Hamburg.
deswegen TV-Shows jetzt nichts Bestimmtes, was ich regelmäßig gucken würde. Auch Serien so eher nicht. Aber was im Herbst für mich auf jeden Fall dazu gehört, das sind einfach Disney-Filme. Ich liebe Disney-Filme. Ohne Disney-Filme geht einfach kein Herbst und geht auch kein Winter. Deswegen ist das so das, was ich mit Herbst verbinde, wenn was im Fernsehen läuft. Und Harry Potter. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Show oder eine Serie, sondern ist einfach der Film und alle Teile. Und das ist für mich so richtig Herbst. Also die sind so düster und die passen so gut in diese Jahreszeit. Und einfach Harry Potter mit einem Tee und dann nebenbei noch einschlafen und oh, perfekt. Die letzte Frage ist, was ist dein Song, der dich so richtig in herbstliche Stimmung bringt? Und da muss ich sagen, da gibt es auch keinen bestimmten Song, sondern das ist einfach so die Musik, die ich jetzt in der letzten Zeit halt auch gehört habe. Die verbinde ich jetzt irgendwie so mit dieser Jahreszeit. Und das ist Keen, denn da hat mich YouTube drauf gebracht, weil bei vielen Videos kommt jetzt gerade so im Vorspann, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, eine Werbung von Keen, weil sie nämlich ein Best-of-Album von ihren besten Songs rausgebracht haben. Und da bin ich einfach wieder drauf gekommen, mir mal so eine Playlist zu erstellen mit verschiedenen Songs, die ich einfach von Keen über alles liebe und die aber auch schon älter sind. Ja, und deswegen habe ich jetzt in der letzten Zeit wieder sehr viel Keen gehört, deswegen würde ich sagen, die Musik bringt mich einfach so von denen irgendwie in die herbstliche Stimmung. Und das war's auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Ich tagge jetzt noch zum einen Sandy von Beauty Dynamite. Dann tagge ich noch Mirella von Mir relativ egal. Und ich möchte als drittes auch noch taggen Julia von X Later. Ja, die Kanäle von den Mädels findet ihr alle hier unten in der Infobox. Ich hoffe, ihr macht mit und ich bin gespannt auf eure Videos. Ansonsten, ja, wenn noch irgendjemand mitmachen möchte, natürlich fühlt euch alle getaggt. Und ansonsten sehen wir uns dann in meinem nächsten Video und klickt unbedingt auf die Kanäle von den anderen Mädels und auch auf Dianas Video. Wie gesagt, das ist alles hier unten in der Infobox. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Macht's gut!